Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Zeit für Freunde mit unserer Tanja und der Candy und der Yuki und dem Baby Tyler. Ja, unsere Tanja hat ja im letzten Part das Kind auf die Welt gebracht und Tyler, der ist jetzt hier hinten. Wir haben noch so ein bisschen ja, also so ein bisschen so ein paar Sachen noch schon gekauft, aber wir haben nicht so viel Kohle und deswegen musste jetzt einfach die Tanja direkt schon mal wieder ans Malen gehen, weil wir jetzt ein bisschen Geld brauchen für das Kind. Aber er ist ja noch ein Baby, da geht es noch. So, unsere Candy, die muss heute, glaube ich, nicht arbeiten, oder wie war das? Mittwoch, genau, die hat noch frei. Deswegen, ja, ich versuche mal mit ihr irgendwie wirklich die Comedy-Fähigkeit weiter zu auszubauen. Und unsere Yuki, die ist auf der Arbeit. Die kommt um 17 Uhr erst wieder. Ach, jemine. Arbeite mal ein bisschen fleißig, so. Vielleicht, naja, gut, ich glaube noch nicht, dass sie mit einer Beförderung nach Hause kommt, aber dass wir zumindest mal ein paar Tage das haben und dann, dass wir dann endlich befördert werden. So, Tanja malt und Candy lernt und von daher ist nicht so viel gerade los hier. Also spule ich mal ein bisschen vor. Das Sammelzimmer, das müssten wir auch noch mal ein bisschen weiterhin ausbauen. Ich glaube, ich habe immer noch nicht alle Eier bei denen. Glückwunsch, Tanja hat soeben ein Meisterwerk hergestellt. Wow, cool, wir haben schon ein Meisterwerk. Wow. Aber das verkaufen wir natürlich trotzdem. Nee, nicht Kaffee zubereiten jetzt. Komm erst mal hierher und verkauf das mal. Das ist nämlich cool, dass wir das haben. Und dann kannst du aber erstmal auf die Toilette gehen und dann dich schon mal schlafen legen. Hast dann gut gearbeitet. So, und unsere Candy. Genau, Candy, räum mal hier ein bisschen auf. Das ist gut. Dieses Meisterwerk an eine Galerie verkaufen. Ja, wir brauchen das Geld. So, Candy, guck mal in unserem Garten, die Kühe, die haben schon wieder Hunger. Einmal füttern bitte. Und was haben wir denn mit unserer Simfrucht? Oh, da können wir. Cool, wir können mal wieder das ernten. Wie viele haben wir denn eigentlich? Warte mal, ich muss mal direkt gucken. Wer hat die einstecken? Gar keiner. Oh, ist das hier das erste Mal, dass wir. Ich weiß nicht, ich kann bei Yuki ja nicht reinschauen, aber die ersten 20 habe ich, glaube ich, hier noch nicht gehabt, ne? Also von daher sind wir noch auf dem Wege dahin. So, Candy, einmal. Ja, Kühe füttern und Telefon. Wer ruft an? Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Danke. Ja, unser kleiner Tyler. Wer war jetzt der Vater? Irgendjemand Blondes. Ich weiß es nicht mehr. Aber da unsere Tanja ja sowieso sprunghaft ist, ist das auch in dem Sinne eigentlich relativ egal für sie. So, Candy. Das ist schön, dass du alles einsammelst. Wie viele Früchte haben wir? Oh, drei. Das war jetzt nicht sehr viel. Und wir haben immer noch unbestimmte Früchte oder Pilze hier im Inventar. Oh. Die Kuh, die spielt. So, guck mal, du hast hier noch was stehen, das könntest du noch mal aufräumen. Und eigentlich wolltest du doch weiter an der Comedy arbeiten. Wie weit sind wir denn da eigentlich? Wo ist die? 32%, bis wir dann erstmal Level 8 haben. Und wir müssen auf Level 10. Na ja, gut. Da haben wir noch was vor uns. So. Ich spule mal ein bisschen vor und ja, die Kühe sind lustig hier draußen. Candy hat einfach keine Lust, die Comedy zu schauen. Wie ist es, wenn wir den Comedy-Kanal anschauen? Lernen wir dann auch weiter? Wartet mal. Ja, noch dann. Ich glaube, am Fernsehen bleibst du eher als am Buch. Scheint mir zumindest so. Oh, haben wir zweimal? Warte, da muss ich. Ah, John Quinn ruft an. Zum blauen Samt. Ach, John Quinn. Na gut, wir gehen mal heute mit. Wir können ja nicht immer Nein sagen.
Und die Tanja, die ist sowieso zu müde momentan. Und der werde ich jetzt noch sagen, dass sie sich noch um sich kümmern soll. Und Yuki braucht noch ein bisschen, bis sie von der Arbeit kommt, glaube ich. Wobei ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Naja, so viel, so lange nicht mehr. Aber wir könnten immer wieder mit unserem, ja, Freund, das ist ja Candys Freund, immer wieder ein bisschen Zeit verbringen. Lustig einen Star imitieren. Hey. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Entschuldigen im Bett? Okay, irgendwie haben wir ihn beleidigt oder so, keine Ahnung. Aber wir haben hier kein Bett, dass wir das jetzt im Bett entschuldigen könnten. Hm. Dann muss ich das so machen. So, einen Kuss können wir uns mal hauchen und über Kochen reden. Und einen koketten Witz. Oh, der mag jetzt gerade überhaupt nicht. Mal küssen. Was ist mit der da hinten? Und warum bin ich jetzt beschämt? Eine unbehagliche Begegnung. Das war wegen ihr, oder? Wer ist das? Laura Kreitz. Keine Ahnung, was die jetzt so gegen mich hat hier. Wow. Okay, Candy, irgendwie haben wir ihn total beleidigt anscheinend. Ich weiß nicht, was ist. Selbstironisch. Scherzen. Ah, ich glaube, hatten wir nicht mal irgendwie vor ihm mit jemand anderen rumgeknutscht gehabt? Blöd. Geh mal auf Toilette hier oben. Und guck mal, du könntest eigentlich die sogar verbessern. Da können wir unsere Geschicklichkeit mal direkt ein bisschen verbessern. Schauen wir mal, wer so alles hier ist. Da ist einmal Paolo. Hier ist die Sandy Krämer. Am Tresen Leo Löhrer. Manuel Kreitz und Thorsten Traumtänzer und Moritz Krämer. Und hinter der Bar der Christian Jansen. Keine Ahnung, den kenne ich glaube ich noch gar nicht. Und Joan Quinn kommt überhaupt nicht rein, ja? Doch jetzt, so. Mein Gott. So, jetzt die Beschämung ist immerhin vorbei. Naja, wenn er nicht will, dann kann ich ja auch mit anderen mich mal unterhalten hier. Mit dem hier zum Beispiel. Bleib doch mal stehen. Über Modescherzen. Von neuen Alben schwärmen. Von Gitarren-Solo schwärmen. So. Machen wir mal ein bisschen solche Sachen. Und wobei, du könntest danach... Achso, okay. Warten wir erstmal ab. Sie repariert oben noch die Toilette. Ich kann das. Ich mach das. Ich will hier die Toilette verbessern. Genau, Verbesserung fertig. Upgrade. So, und dann jetzt nochmal ein bisschen unterhalten mit dem, ich weiß nicht, wie hieß er nochmal? Moritz Krämer. So, und wenn ich damit fertig bin, könnte ich hier mal ein bisschen einen Auftritt geben. Was mache ich denn? Überdosis Kekse. Zum Beispiel. So. Dann los. Yay. Das ist, glaube ich, auch wieder die Comedy-Fähigkeit. Ach, Candy. Jetzt haut sie wieder ab. Was machst du? Ein Nickerchen machen. Bist du müde? Dann gehen wir doch lieber nach Hause. Ja, komm. Dann gehen wir nach Hause. John Quinn ist sowieso irgendwie abgehauen. Keine Ahnung. Oh, wer ist denn das da hinten? Leonie Lenz. Oh, Leonie. Hi, hi, Susu. Lukas Lenz. Da ist der Bruder von Leonie. Und das müsste unser lieber, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. mit dem Yuki in einer Gruppe ist. So, dann gehen wir doch wieder zurück, schauen mal, was zu Hause los ist. Und ich glaube, Candy kann sich jetzt hinlegen. Und ich habe jetzt natürlich nicht zu Tanja gesagt, was sie tun soll. Egal. Sie wird schon irgendwas getan haben, vermute ich mal. So, magst du davor noch was essen gehen? Ich denke mal, ja. Oh, es ist so ruhig hier. Guck mal, verdorbenes Essen aussortieren und... Nee, nicht kochen. Was haben wir denn noch drin? Einmal Macaroni mit Käse. Yay! So, Tanja, was machst du gerade? Im Internet surfen und Retro hören.
Guck mal, dein Sohnemann hier oben, der ist traurig. Geh mal hoch und tröste ihn mal. Ach, Yuki ist schon oben. Oh. Oh je, ich glaube, deswegen ist Tyler. Guck mal, schmutzige Windel wechseln. Dann kannst du mal mit Flasche den Tyler füttern. Die wahnsinnige Yuki und ein Baby. Naja, irgendwie ist das schon seltsam. Okay, es funktioniert ganz gut bei ihr. Es ist okay. So, ich muss mit ihr noch wie lange? 6 Stunden noch am Computer verbringen. Wir müssen sowieso programmieren noch von der Arbeit her. Von daher, Yuki, ab an den Computer. Einmal programmieren. Und was machen wir denn? Hier weiter Plugin programmieren. Okay. Tanja hört immer noch Retro und so. Und Candy, du hast... Ja, du bist eigentlich... müde und ansonsten geht's dir gut. Dann würde ich mal sagen, danach gehst du mal schlafen. Wie weit sind wir bei deiner Karriere? Auf Level 6. Okay. Naja. Alles gut. So, Yuki ist weiter jetzt am Programmieren. Wie weit haben wir denn da? Level 18 war gerade angekommen, also gerade 3% davon abgeschlossen. Nun mach einfach mal weiter. So, Tanja. Oh, was machst du hier draußen? Ja, den Rest kannst du gerne mal ernten. Die Kühe, muss ich mal gucken. Momentan scheint es ihnen gut zu gehen. Und was kann ich bei dir noch gar nicht irgendwie... Gartenpflegen geht noch nicht bei ihr. Wie weit sind wir denn damit? Ah, ich glaube, das Gartenpflegen ist erst ab Level 7. Von daher muss ich ihr noch alles einzeln sagen. Irgendwie blinken so verschiedene Sachen. Wir entwickeln mal so das ein oder andere auch noch weiter. Und können dann nochmal Ableger nehmen. Was ist das? Das ist eine Kochbananenbaum. Ableger nehmen. So, gegen Käfer sprühen. Dann kannst du mal ein bisschen wieder hier draußen Gartenarbeit machen. Oh, Yuki, das Viren-Isolations-Plugin von Yuki ist einfach unübertroffen. Sie hat mit dem Verkauf 82 Simoleons verdient. Na denn. So, wir haben jetzt 1 Stunde am Computer gesessen, haben gerade mal 25% unserer Arbeit geschafft. Warte doch mal, jetzt ist sie müde, ne? Na, dann geh erstmal ins Bett. Vielleicht schaffen wir das in den Morgenstunden, dass wir noch ein bisschen weitermachen. Ich würde schon gerne dann mal wieder eine Beförderung mit ihr bekommen. Das wäre cool. Ach, da wollte ich mal bei Candy gucken. Oh, naja, Leistung ist so im mittleren Bereich. Da schaut's auch nicht so toll aus. So, Tanja. Hey, Level 7. So, jetzt müsste das funktionieren mit dem Gartenpflegen. Hier. Wobei ich jetzt da schon überall was gemacht habe. Und es geht noch. So, die Kühe sind auch noch nicht hungrig. Und zeigen nichts an momentan. Na gut. Wo bist du denn, Tanja? Ah, auf Toilette. Und Soziales fehlt dir ein bisschen. Naja, gut. Dann geh doch mal zu deinem Sohnemann hoch. Warte, ich weiß, Hände waschen ist okay. Also, dann geh doch mal zu deinem Sohnemann hoch. Einmal schaukeln, einmal reden, liebkosen, hüpfen, Grimasse schneiden, angurren. Und dann kannst du ihn nochmal an die Brust nehmen. So, und dann, jo. So, und ich denke, jetzt haben wir ein bisschen Geld, haben wir ja verdient. Yuki hat was mitgebracht und unser, Bild hat auch was gebracht. Ich bin gerade am Überlegen, was denn jetzt am nötigsten wäre in seinem Zimmer. Ah, wir gucken mal. Warte. Also, einmal Kinder. Dann, natürlich müssen wir irgendwann noch das Bett kaufen. Das ist natürlich auch noch dran. Aber ich denke jetzt erstmal an Spielsachen vielleicht. Oder? Also wir haben eine Kinderkommode, wir haben einen Nachttisch auf jeden Fall. Ja, wir könnten eigentlich auch ein Bücherregal. Eigentlich finde ich das immer am schöner, aber das hat immer andere Farben, das finde ich dann immer doof. Ja, ich richte ja das Zimmer so ein bisschen blau ein. So, warte, dann machen wir das mal hier hin. Oder? Ja.
Und dann würde ich gerne dir auch so ein Schloss oder sowas, aber die sind zu teuer. Puppenhaus, wobei ist denn Junge? Pandoras Box, wo finde ich die da? Pandora. Ja, da kriegst du natürlich noch eine. So. Da sind ja dann schon ein paar Spielsachen drin. Hier, das können wir nochmal an die Wand hängen. Und ich würde mal bei ihm gerne solche Waggons. Die habe ich noch nirgendwo irgendwie gekauft. Das würde ich gerne eigentlich mal bei ihm machen. Zusatzmotorwaggon. Das ist auch ein Zusatz, Zusatz, Zusatz. Gibt es da auch einen Hauptwaggon oder sowas? Ein Zug? Das sind alles nur Zusatzdinge, okay? Heiterer Wagen. Naja, da wir sowieso nicht so viel Geld haben, gebe ich ihm jetzt einfach mal so den Wagen. Noch kann er sowieso nichts damit anfangen. Und ich würde aber gerne einen Teppich noch kaufen. Einen Kinderteppich. Davon? Nee. Von denen hier. Den in Blau? So. Den möchte ich gerne noch so unter seine Wiege momentan stellen. Das finde ich gut. Vorhänge gibt es noch nicht. Wir kriegen Montag her wieder eine Rechnung. Von daher müssen wir auch ein bisschen sparsam umgehen. Beziehungsweise Tanja, du darfst Bilder malen. Damit kriege ich momentan doch noch immer relativ gut Geld wieder rein. Ich guck mal, was haben wir denn eigentlich? Oh, Level 8 sogar schon. Also von daher. Was machst du? Ach nein, nicht Blickblock spielen. Komm, geh noch mal ein Bild malen. Realistisches, großes Gemälde, so. Oh, und dein Kind ist. Die Windel ist voll. Mal gucken, ob jemand anders vielleicht mal jetzt aufstehen könnte. Ach komm, Candy, geh mal rüber. Du schläfst ja nebenan, du hast es bestimmt gehört. Mitten in der Nacht, also früh am Morgen um 4 Uhr. Die Windeln sind voll. Die Windeln sind voll. Na dann. So, und jetzt machen wir noch mal kurz reden. Oh, dich durchstinkst. Das war wirklich hier eine Stink. Stinken, hat sie gesagt. Das hat man ja so richtig in der Blase gesehen. So. Ach genau, und dann, wenn wir schon mal hier sind, wir könnten heute mal ein Schaumbad noch nehmen, wenn wir schon mal wach sind. So, und Yuki? Naja, gut, ich lasse dich noch mal kurz ein bisschen ausschlafen, zumindest einigermaßen, bis ich dich aufwecke. Du musst heute wieder arbeiten, ja. Aber wir müssen noch ein bisschen programmieren, meine Liebe. Sonst, ich will eine Beförderung haben von dir. So, Tanja malt weiter. Candy macht ein Schaumbad und Yuki schläft noch. Oh, stopp. Yuki, aufstehen. Jetzt bist du doch ausgeschlafen. Und dann erstmal auf die Toilette. Dann kannst du erstmal eine nachdenkliche Dusche machen. Und dann, bevor wir dann frühstücken, kannst du erstmal programmieren. So, was machen wir denn? Freiberufliche Arbeit fortsetzen. Das versuchen wir einfach mal. Kriegen wir zumindest dann auch noch ein bisschen Kohle dabei. So, Candy nimmt sich ganz schön viel Zeit und hat Spaß im Bad. Und Tanja geht gerade irgendwo runter. Wo gehst du hin? Oh, stopp, halt, was? Nein, nicht den Kuchen essen. Nein. Du kannst gerne rausgehen und fütter aber lieber mal die Kühe, statt deren Kuchen zu fressen oder so. Oh, guck mal, ich kann hier die Simfrucht hier weiterentwickeln. Cool. Und den Garten kannst du noch pflegen. So, Candy? Was machst du? Ach, Blickblock spielen schon wieder. Irgendwie mag ich dieses Teil hier echt nicht. Naja, gut, okay. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Dann wird, ja, Yuki, ich weiß gar nicht, die ist noch im Bad. Candy hat Spaß mit dem Blickblock und Tanja macht jetzt erstmal den Garten. Bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Sagina Daul, ciao, ciao.